Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal nichts mit Basteln, sondern ich war in Hamburg gewesen, ich war ein bisschen shoppen gewesen, ich war bei TK Maxx, ich war in zwei Kreativmärkten, ich war bei Teddy, ich war bei Systrene Grene und ich war im ID-Markt in der Europapassage. Ja, und ein bisschen was ist dann doch zusammengekommen und das wollte ich euch einmal zeigen, also bleibt dran. Ja, ich fange einmal an mit dem Teddy. Ich war in einem riesen Teddy drin. Die hatten so viel, aber gefühlt habe ich schon alles. Oder vieles gefällt mir nicht. Oder sie hatten also zumindest nichts Neues an Pailletten oder Sequins oder so. Da gab es nichts Neues. Ansonsten hätte ich es mitgenommen. Alles, was da hing, das habe ich schon. Deshalb nur einmal hier diese kleinen süßen Bubblegum-Beads hier zum Tessel machen. So schön bunt. Gerade jetzt die Farben, die ich immer so gerne verbastel. Mit dem Gelb, mit dem Pink und sowas. Das passt immer gerade sehr gut zu meinen ganzen Projekten. Deshalb einmal nur einmal Perlen aus dem Teddy. Ich mache einmal weiter mit noch einem Produkt. Dann war ich noch in einem Systrene Grene, da hatten sie diesen Stanzer hier mit dieser Blume. Ich habe das auch schon mal vorbereitet und zeige euch mal, wie das ausgestanzt aussieht. Also so ist erstmal dieser Stanzer. Und so sieht es einmal von unten aus. Das ist so eine leicht gedrehte Blume. Wenn man das einmal ausstanzt, dann sieht das so aus. Es ist ein bisschen filigran hier, also wenn man so sehr dünnes Papier nimmt, dann ist das hier, geht es sehr schnell kaputt, da muss man so aufpassen. Ich habe das jetzt schon einmal, zweimal übereinander geleert und noch einen Stein draufgelegt. Dann könnt ihr mal schauen, dann sieht das Ganze so aus. Dann hat man hier so eine schöne gedrehte Blume. Hier noch so ein bisschen die Blätter so ein bisschen runtergebogen. Oder das Ganze auch noch mal mit einem größeren Stein, dann sieht das so aus. Aber kann man schöne Blümchen draus machen, das ist dann immer eine fixe Sache mit den Handstanzern. Einmal da das Blümchen zu diesem Stanzer. Dann kommen wir einmal zu den ganzen Sachen, die ich aus zwei Kreativmärkten habe. Die sind in Hamburg-Wandsbek. Die sind da relativ nah. Warum da zwei sind, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber die sind beide echt riesig. Aber wer die Preise von AliExpress kennt und weiß, was man bei AliExpress alles kriegt, kauft bei AliExpress und nicht im Kreativmarkt. Es tut mir leid, aber es ist teilweise echt ganz schön teuer. Deshalb habe ich jetzt nicht so die Ausbeute. Aber es gibt viele Sachen, die ich dann doch mal so gerne in der Hand habe und mir das auch anschaue und dann auch kaufe. Wie zum Beispiel, ich habe ganz viel Organza-Band mitgebracht. Das zeige ich euch mal. Und zwar habe ich hier, hatten sie ganz viele Bänder gehabt. Und das finde ich immer ganz schön zum Basteln, weil das schon eine schöne Qualität ist. Das ist hier so ein ja, schönes Babyrosa mit so einem leichten Neon-Pink-Orange-Touch, finde ich so. Das ist echt schön. Da sind immer 10 Meter auf so einer Rolle. Da kann man nichts sagen. Das waren jetzt immer 2 Euro so eine Rolle. Das Ganze einmal hier in durchsichtig. Auch in so einem schönen leichten Neon-Pink schon. Das Ganze wird jetzt noch ein bisschen greller. Hier ist es ganz neonfarben. Auch wieder erst so durchsichtig. Und das Ganze habe ich mir nochmal mitgenommen in diesem Satinband. Also immer einmal Organza, einmal Satinband. Das sind immer, glaube ich, ja, 3,2 mm, 10 Meter drauf. Also da kommt man auch eine lange Zeit mit aus. Ich finde die super. Das Ganze nochmal in Rosa. Eine Nummer breiter. Und was ich noch gar nicht habe, ist nämlich Gelb. Einmal Organza-Band in Gelb, auch voll schön. Und dann nochmal als Satinband in Gelb. Ja, wie gesagt, so eine Rolle 2 Euro, die waren in so einer Grabbelbox. Habe ich mir einmal alles zusammensortiert, was ich so noch gebrauchen könnte. Dann habe ich mir ein paar Perlen mitgenommen, und zwar einmal diese. Ich zeige euch das einmal vom Nahen. Die sind so ganz klein. Und sind so ein bisschen viereckig. Jetzt sieht man es. Also die haben so einen viereckigen Durchmesser. Und ich bin froh, dass ich die gefunden habe. Ich habe die schon in einer Farbe. Das ist hier so eine Sortierung, die ein bisschen bunt ist, weil ich damit kleine Anhänger mache. Ich habe mir mal vor längerer Zeit bei AliExpress so ein paar Ösen bestellt gehabt und dachte so, ah, oh, kann ich cool auch so Perlen stecken oder so. Pustekuchen viel zu klein. Ich zeige euch das schon mal fertig gebastelt. So sehen jetzt meine Anhänger aus damit. Da kommt dann einfach so ein kleiner Aufsatz hier oben auf diese Perle. Und ich habe so einen süßen kleinen Anhänger. Ist total niedlich. Und das Ganze noch einmal mit diesen kleinen süßen Stiftperlen hier.
Da habe ich das auch noch mal mitgemacht und da sieht das so aus. So, also ganz, ganz winzig, da vielleicht dann zwei noch mal durch einen Ring oder so. Da hat man so Mini-Mini-Anhänger, die kann man dann ja wirklich fast an jedes Projekt irgendwo ranmachen. Das finde ich total cute und deshalb freue ich mich, dass ich diese eine Sorte von Perlen dann auch gefunden habe. Das ist total schön. Dann habe ich mir einmal mitgenommen den Jelly Roll von Sakura. Das ist dieser reine Stardust Glitter. Der ist einfach nur Glitter in durchsichtig. Die schreiben total super, diese Stifte. Und man kann damit auch ein bisschen, finde ich, wenn man so Stempel koloriert, das auf so einem Acrylpad immer so raufpinseln mit Wasser. Und dann kann man eben seinem Gestempelten damit dann nochmal so ein bisschen Sternenglanz verleihen. Deshalb habe ich den mitgenommen. Der ist richtig cool. Dann habe ich mir einmal hier dieses Acrylmedaillon mitgenommen. Im letzten Video hatte ich ja mit großen Medaillons gearbeitet gehabt, wo ich da meinen Schüttelstab gemacht hatte. Und da ich ja noch mal ein Video machen möchte und ein Tutorial, wie ich das eben einmal mache, habe ich jetzt so ein kleines Medaillon mitgenommen. Das kann man dann halt, wie gesagt, einmal öffnen. Hat man zwei Seiten, also kann ich zwei Stäbe draus machen. Da folgt dann noch mal ein Tutorial, wie man daraus eben dann ganz simpel so einen schönen Schüttelstab macht. Dann habe ich mir dort auch noch mal den Kleinstanzer von dieser Blume mitgenommen. Das hatten sie noch, das hat irgendwie gerade gut gepasst. Also noch mal die kleine Variante von dem anderen, den ich vorhin schon gezeigt hatte. Dann habe ich mir einmal noch so eine Glitzerwolle mitgenommen. Ich habe die einmal schon in rosa nämlich und jetzt habe ich sie auch noch mal hier in diesem schönen Mintgrün. Habe ich mich gefreut zum Basteln. Die ist echt super, gerade weil die so ein bisschen glitzert. Die kann man mal so mit runterkleben unter Projekte oder so. Eignet sich total gut. Dann habe ich noch einmal so einzelne Perlen mir geholt. Die gibt es ja immer in so kleinen, ja, Kästchen. Und dann kann man immer sagen, wie viele man haben will. Und da habe ich mir so 10 kleine süße Perlen hier. Das ist so ein bisschen so eine Tropfenform mit einem schönen Schliff mitgenommen. Da kommen auch diese kleinen Ösen vorne drauf. Und dann sind das auch nochmal süße kleine Anhänger. Zu guter Letzt vom Kreativmarkt habe ich mir von Raher diese Paletten mitgenommen. Die habe ich noch nie gesehen, diese, ja, Farbe und so eine Sortierung, und zwar einmal in diesem typischen Palettenmuster. Das sind echt große Boxen. Gut, die haben jetzt 4 € gekostet, aber von der Menge her ist das gigantisch, was da drin ist. Also das wäre bei AliExpress oder bei Teddy nicht günstiger. Und ich komme einmal so ein bisschen ran und die sind so schön, ja, Unicorn, Holo, so ein bisschen pastellweiß. Also die sind so ein bisschen cremefarben, nicht ganz weiß. Die sind nicht so aufdringlich. Die finde ich total schön und das Ganze noch einmal in der Variante, dass die eben ohne Prägung sind, einfach nur als Scheibe. Hier sieht man das ein bisschen besser glänzen. Also die sind so ganz pastellig, holographisch glänzend. Wie gesagt, ja, Einhorn-Unicorn passt das total. Die sind richtig schön. Ja, habe ich mir einmal die beiden gegönnt, werde ich aber Ewigkeiten mit auskommen. Das waren dann meine beiden letzten Sachen aus den beiden Kreativmärkten. Ja, dann war ich noch mal in diesem anderen Bastelladen, der heißt ja Idee, der ist in der Europapassage, der ist auch ziemlich groß. Da habe ich mir auch noch mal so eine kleine Stiftperlen mitgenommen aus Glas, auch wieder zum Anhänger basteln. Dann habe ich mir einmal hier so ein Garn mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist zum Sticken. Und das ist ein bisschen dünner, daraus wollte ich mal ein paar Tessel machen, die dann eben nicht so dick und groß sind, sondern so ein bisschen kleiner und feiner. Und ich habe mir nochmal Band mitgenommen, auch nochmal so einen schönen, ja, Aprikoton. Und das ist echt total hochwertig, das ist richtig hübsch. Einmal wieder in ganz dünn und noch ein bisschen breiter, so ungefähr, glaube ich, 1 cm ist das. Richtig schön, da kann man dann selber seine Schleifchen machen. Die beiden Farben noch, weil ich Aprikot noch nicht ganz so viel habe und damit ja doch immer sehr viel bastel mit Mintgrün, Aprikot, das sind ja mittlerweile auch Farben, die ich echt gerne mag. Und dann habe ich mir noch mitgenommen so Schnellhefter, die waren am Angebot. Und zwar in rosa und in Mintgrün. Das ist einfach nur, ja, Plastik. Ich nehme das natürlich nicht als Schnellhefter, sondern zum Stanzen oder zum Basteln. Ich habe sowas nämlich schon zu Hause und dachte, yeah, habe ich nochmal bekommen. Ich habe damit letztens schon mal so eine coole Schleife gemacht und gestanzt und die sah total cool aus. Deswegen habe ich ein paar mitgenommen. Ein bisschen was davon wird dann auch nochmal weitergehen. So, und zu guter Letzt kommt einmal noch meine Ausbeute aus dem TK Maxx. An dem bin ich halt so vorbeigelaufen, dachte mir, ach, geh's mal durch. Die haben ja manchmal auch so ein bisschen Bastelsachen und siehe da, ich wurde fündig. Und zwar ein Block, der hat gekostet jetzt
2,50 €. Konnte ich nicht liegen lassen. Ich blätter die mal schnell durch. Könnt ihr mal sehen. Es sind immer dreimal dieselben Muster drin, beziehungsweise Seiten. Da steht immer, you got this, just chill, dare to dream. So ein bisschen Girly-Style. Und yeah und hello. Hier rosa mit Pünktchen. Dann nochmal blau, nochmal grün. Gelb mit Pünktchen geht immer so als Hintergrundpapier. Hier, you go girl. Ja, wie gesagt, den konnte ich nicht liegen lassen für 2,50. Nochmal mit Gelb. Der war ganz cool. Das ist einmal von Violet Studio. Und dann habe ich dazu noch passend, hatten sie noch so kleine süße Deko-Knöpfe in den Farben wie der Block. Die haben gekostet 1,40, voll das Schnäppchen. Ja, und hier sind so verschiedene Größen drin. Die sind schön flach. Die sind perfekt zum Basteln. Wie gesagt, in den Farben auch schön Pastell, Gelb-Rosa. Also richtig cool. Farbsortierung finde ich super. Und von dem nachher habe ich mich da riesig gefreut, dass ich die bekommen habe. Ja, das war dann so meine Ausbeute von diesem einen Tag in Hamburg. Habe da alles abgegrast, was ich zumindest so kannte vom Bastelläden. Hat sich für mich zumindest gelohnt. Wollte ich euch einmal zeigen. Wie gesagt, Kreativmarkt ist immer schon mal lohnenswert, aber es sind halt stolze Preise. Wer sich da so ein bisschen auskennt, der weiß das dann vielleicht. Gut, dann war es das gewesen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.